Natürlich ist es viel hin und her, es läuft nicht immer nach Wunsch. Wenn es nach Wunsch gelaufen wäre, klar, dann weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre und wie ich jetzt wäre, keine Ahnung, das weiß man nie, aber ich bin überhaupt nicht traurig darüber, wie es gelaufen ist. Ich bin absolut froh. Und ja, es ist so, wie es ist im Leben und das muss man so annehmen, wie es kommt. Und das ist jetzt wieder ja, so eine Floskel, aber das ist ja wirklich so. Und ich bin sehr froh, wie es jetzt auch gerade ist aktuell. He did very well for us, that's why we made the signing permanent. Philipp hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, deswegen haben wir ihn langfristig gebunden. Das wird eine neue Herausforderung für ihn. Er muss sich weiterentwickeln und Spielpraxis sammeln. Bisher hat er es sehr gut gemacht und wir sind sicher, dass er noch besser werden kann. We fully expect that there's more development to come from Philipp. Gut, als Spieler bin ich da immer eher ein bisschen vorsichtig, Ziele zu formulieren. Also als Spieler denkt man sowieso, das ist eine Floskel von Spiel zu Spiel, man will jedes Spiel gewinnen. Und wir wissen, dass Platz 9 eine gute Platzierung ist für Stoke City und wir wissen aber auch, dass mehr gehen kann. Und das versuchen wir dieses Jahr und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Natürlich haben die eine Chance und natürlich drücke ich den deutschen Spielern die Daumen, auf jeden Fall. Aber dann letztendlich, wer es wird, wird man dann sehen. In dem Jahr lief es ja dann nicht mehr so wie erwartet in Leverkusen und natürlich denkt man dann da schon mal drüber nach und das hätte auch können anders laufen, aber das ist nicht zu ändern, klar. Man wäre natürlich lieber dabei gewesen, aber nach dem Verlauf der Saison habe ich mir da gar keine Illusionen gemacht, dann hätte ich als Bundestrainer mich auch mit eingeladen, von daher war das dann schon auch eine absolut legitime Entscheidung.